was ich jetzt gelernt habe, neuerdings, das Wasser, was aus deiner Wohnung kommt, wo du in der Badewanne warst oder wo du mit abgespült hast oder aus der Spülmaschine, das ist ja noch warm. Und das kann man in einer Aufbereitungsanlage, kann man diese Wärme entziehen und diese Energie kann man wieder nutzbar machen. Krass, also wenn man kalt spült, wenn man kalt duscht und sowas? Ja, das ist nicht so gut. Also eigentlich nur was für warmen Duscher dann, ne? Ja, ist was für warmen Duscher, das stimmt. Das ist ja eh, finde ich, immer so das Image von den Grünen, dass die eher immer so als Weicheier gelten und so Öko und dass es immer so boring ist und dass es dann nicht irgendwie so cool aussieht bei Grünen, sondern alles aus Holz ist und so, ne? Ja, ist das auch dein Image? Weil du sagst so. Ja selber, du isst jetzt... trinkst Ökomilch. Ja, aber nur aus politischen Gründen. Ne? Also ja, ist Ökosachen, bist du deshalb schon Weichei? Ja, ich verstehe ja auch, nicht, warum das machen. Weil die Grünen, das ist ja auch die einzige Partei, die auch nach 85 Jahren Deutschland irgendwie in den Krieg gezogen ist. Ne? Also die sind ja schon richtig taff und haben ja auch Rambazamba gemacht und so, ne? In Afghanistan und sowas alles. Also das höre ich nun gar nicht gerne. Warum? Ja, weil mit den Kriegen habe ich so meine Probleme. Ich habe ja dagegen gestimmt, gegen beide Kriege. Auch gegen den Afghanistan-Krieg und denke, jeder vernünftige Mensch muss eigentlich jetzt zu der Meinung kommen, nach 7 Jahren Krieg, und es wird jedes Jahr schlimmer, wird ja nicht jedes Jahr besser, sondern dramatisch schlimmer, da müsste man eigentlich da rausgehen aus dem Krieg in Afghanistan. Das wusste man ja vorher nicht, dass es schlimmer wird. Ne? Das wusste man ja vorher nicht. Das war ein Versuch, das konnte die Frauen man, zu retten von den fiesen Männern, die immer so verkleiden und so. Ne? Ja, das konnte man aber schon ahnen, so geht's nicht. Also, oder man hätte auf mich hören können. Tut ja keiner, oder weniger. Ne? Ja, und das ist ja wie beim Fußball, wenn der Trainer sagt, so, ich kaufe jetzt den und den Stürmer ein und damit siegen wir alle anderen Mannschaften. Und dann sagen auch immer, zum Beispiel mein Taxifahrer, nee, das ist Quatsch, was der Trainer macht und so. Aber man muss es ja versuchen, um andere Mannschaften zu besiegen, muss man ja auch mal einen Krieg führen gegen andere Mannschaften. Ne? Ja, nur der Unterschied zwischen Krieg und Fußball ist, beim einen kommen viele Menschen um und wenn du das mal gesehen hast, werden verstümmelt, werden verletzt, Familien kaputt gemacht, unheimlich viel zerstört. Und das passiert ja Gott sei Dank beim Fußball auch nicht. Also ich bin auch begeistert. Übrigens stehe ich auf Schalke, nicht auf Hertha. Ja, kann ja nicht jeder Clip sitzen. Gibt auch manchmal halt Clips, die sind nicht so gut geworden. Dann könnt ihr gleich hier weiter. Nächster wird besser. Oder was völlig anderes. Oder hier abonnieren. Ihr habt die Wahl. Ihr seid die User. Ihr seid das Internet.